Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Überlagerungsprinzip. Dazu schauen wir zunächst einmal das Verfahren des Überlagerungsprinzips grundsätzlich an. Was bedeutet das überhaupt? Dann lernen wir nochmal, wie wir Quellen deaktivieren, denn das brauchen wir für das Überlagerungsprinzip. Und am Schluss schauen wir uns ein kleines Beispiel an. Wir hatten uns ja in den letzten Folgen mit linearen Netzwerken beschäftigt, mit und ohne Quellen. Und heute beschäftigen wir uns mit linearen Netzwerken, die mehrere Quellen enthalten. Und was wir wissen müssen, dass in einem beliebigen linearen Netzwerk sich die Wirkung aller Quellen linear überlagern. Was heißt das? Ganz einfach. Wir können praktisch herauskriegen, wie die Spannung an einem Punkt ist, wenn wir sukzessive die Quellen der Reihe nach einschalten, jeweils messen. Und wenn wir alle Quellen einschalten, so überlagern sich dann diese Ergebnisse, so addieren sich dann die Spannungen, die wir aus den einzelnen Messungen gemacht haben. Das ist einfach gesagt das Überlagerungsprinzip. Wie ergibt sich dann der entsprechende Algorithmus? Nun, im Grunde das, was ich eben gerade mit kurzen Worten erläutert habe. Wir machen Folgendes. Wir fangen an, indem wir alle Quellen zunächst einmal deaktivieren und dann fangen wir an mit einer beliebigen Quelle, die wir dann wieder einschalten, also aktivieren. Dann berechnen wir alle interessierenden Ströme und Spannungen für diesen Fall. Also an den Knoten, in den Zweigen berechnen wir eben oder messen Spannungen und Ströme, die uns dann interessieren. Haben wir schon alle Quellen aktiviert? Nein, dann kommt die nächste dran. Das heißt, wir schalten die bisherige Quelle ab, schalten die nächste wieder ein, messen oder berechnen wieder alle interessierenden Ströme und Spannungen. Und ja, wenn wir das für alle Spannungen und Ströme gemacht haben, dann können wir hergehen und die Ergebnisse addieren und dann sind wir fertig. Hört sich gar nicht so kompliziert an, oder? Nun, dazu müssen wir zunächst einmal wissen, was bedeutet Quellen deaktivieren. Dazu schauen wir uns zunächst einmal Spannungsquellen an. Spannungsquellen, wenn sie deaktiviert sind, heißt es, dass die Spannung gleich 0 ist. Spannung gleich 0 kriegen wir am besten, am zuverlässigsten, dadurch, dass wir an dieser Stelle einen Kurzschluss machen. Einen richtig guten. Das heißt also, eine deaktivierte Spannungsquelle mit U gleich 0 entspricht immer einem Kurzschluss. Das heißt, in unserem Netzwerk müssen wir also entweder in echt oder in Gedanken sämtliche Spannungsquellen kurzschließen, wenn wir das Überlagerungsprinzip anwenden. Bei Stromquellen ist es genau das Gegenteil. Wir wollen, dass in diesem Zweig der Strom gleich 0 ist, das heißt, wir ersetzen die Stromquelle durch eine Unterbrechung. Dann sind wir sicher, dass in diesem Zweig kein Strom fließt. Das heißt, beim Überlagerungsprinzip können wir alle Stromquellen durch eine Unterbrechung ersetzen. Schauen wir uns das einmal im Beispiel hier an. Wir haben jetzt hier links und rechts jeweils eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand und beide speisen auf einen Lastwiderstand ein. Das könnten wir natürlich jetzt mit dem Prinzip der Ersatzspannungsquelle berechnen, wie wir vorletztes Mal gelernt haben. Aber heute wenden wir einmal für dieses Beispiel das Überlagerungsprinzip an. Und zunächst einmal berechnen wir jetzt die Spannung an unserem Widerstand RA, den Strom, der da durchfließt, die Ströme I1 und I2 jeweils für den ersten Fall, dass nämlich die Spannungsquelle U2 deaktiviert ist.
gesehen, deaktiviert heißt, dass an dieser Stelle ein Kurzschluss vorgesehen ist. Und jetzt für diesen Fall ist dann die Spannungsquelle U1 aktiv, U2 ist an der Stelle ein Kurzschluss. Und jetzt können wir ausrechnen die einzelnen Ströme I1, I2, IA und UA. Dann machen wir dasselbe für den Fall, dass Sie die Spannungsquelle U1 deaktivieren. Und Sie sehen, auch hier ist an dieser Stelle entsprechend ein Kurzschluss. Und die Spannungsquelle U2 ist jetzt vorhanden. Wiederum rechnen wir jetzt die Ströme I1, I2, IA und UA aus. Und wir achten dabei auch auf die Vorzeichen. Denn es kann durchaus sein, dass der Strom in einem der Zweige im ersten Fall positiv ist und im zweiten Fall negativ. Das müssen wir natürlich dann hinterher, wenn wir die beiden Ergebnisse addieren, mit berücksichtigen. Gut, am besten ist, Sie üben das Ganze nochmal anhand von Aufgaben. Ich denke mal, da werden in der Übung noch genügend auf Sie zukommen und genau. Ja, damit möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.